Liebe Abonnenten, liebe Community, in diesem Video gibt es heute eine Frage, die ich an euch habe, und es wäre schön, wenn ihr diese ganz kurz beantworten könntet. Ihr kommt zu dieser Frage, indem ihr einfach auf die Infokarte zu diesem Video klickt, und dort findet ihr dann diese Frage mit fünf Antwortmöglichkeiten. Und ich will im Folgenden einmal ganz kurz erklären, wie ich auf diese Frage komme, warum ich sie stelle und ja, was eigentlich für eine Idee hinter dieser Frage steckt. Und zwar will ich dazu kurz erläutern, wie ich eigentlich mit diesem YouTube-Channel begonnen habe. Damals vor ja mittlerweile schon etwas mehr als anderthalb Jahren. Da habe ich angefangen hauptsächlich mit Geschichtsvideos. Also Geschichte habe ich unter anderem studiert, aber ich habe auch noch Theologie und Latein studiert. Und dazu gab es ja dann auch Videos, ja, oder gibt es Videos auf meinem Kanal. Und ich habe also hauptsächlich mit Geschichtsvideos angefangen, und damals war es für mich dann relativ klar, wenn jemand meinen Channel abonniert, dann hat diese Person auch hauptsächlich ein Interesse für Geschichte, und deswegen wird er meinen Kanal wohl auch abonniert haben. Nun ist das so, dass ich persönlich auch viele Interessen habe, und ich denke, das habt ihr mittlerweile auch sehr gut gemerkt auf meinem Kanal. Ihr seht ja, es gibt Videos nicht nur zu Geschichte oder auch zu Latein und zu Theologie, es gibt auch Videos zur Chemie, zur Physik und natürlich auch zur Politik. Und insofern habe ich dann mehrere Sparten irgendwann begonnen und Abonnenten kamen hinzu, ohne dass ich jetzt klar sagen konnte, der Abonnent kommt hinzu wegen, sagen wir, eines Politikvideos oder wegen eines Chemie- bzw. eines Geschichte, eines zum Beispiel Physikvideos, so rum. So. Es ist jetzt aber ein kleines Problem, wenn man mehrere Sparten hat. Und gerade wenn man so viele Sparten hat, wie ich sie eben auch momentan noch betreibe, dann ist das alles sehr zeitaufwendig, denn man muss ja irgendwo die Chemievideos machen, man muss auch wieder irgendwelche Geschichtsvideos haben, dann wieder Politikvideos und so weiter. Das ist alles relativ zeitaufwendig. Gerade auch Geschichtsvideos sind in der Vorbereitung recht zeitaufwendig. Man muss ja auch akribisch die Dinge lesen, und auch wenn man Geschichte studiert hat, kennt man sich in vielen Dingen eben nicht ausreichend aus, um sie in einem Video zu verpacken. Also man will ja im Video auch ja, nicht nur das wiedergeben, was so ja, im erstbesten Buch gefunden wird. Man will ja auch ein bisschen die Hintergründe aufklären und erklären. Und das ist alles relativ zeitaufwendig. So. Und es ist natürlich so, dass es auch immer wieder Videowünsche gibt. Es gibt Thematiken, da würde ich sagen, naja gut, dazu kann ich auch kein Video machen, da bin ich entweder kein Experte drin oder das Thema bietet sich nicht an, aber es gibt auch manchmal sehr gute Ideen von euch und da würde ich schon mal gerne was machen, nur es ist dann so, dadurch, dass ich so viele Sparten habe, habe ich gar nicht die Zeit, um diese Videos dann ja zu drehen. Also das würde dann wahrscheinlich ein halbes Jahr dauern, bis ich mal auf die Idee kommen könnte, ja, jetzt könnte man dieses Thema mal angehen und dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so in Mode oder interessant. Gut, manchmal kriegt man vielleicht auch Dinge zeitnah nicht hin, selbst wenn man Zeit hat, aber die Sache ist einfach, es ist sehr zeitintensiv, verschiedene Sparten zu haben. Und eben denke ich, dass mein Schwerpunkt von den Abonnenten, also von euch, mehr auf dem Bereich der Politik liegt. Und demzufolge ist dann eine Sache klar, wenn ich dann irgendein Lateinvideo mache, ist das zwar ganz nett und es gibt dann auch ein paar Aufrufe, aber die Mehrheit von euch interessiert sich gar nicht für Latein. Und insofern wäre es schon gut, wenn man eben Videos hauptsächlich zu Themen hochlädt, die die Mehrheit der Abonnenten interessiert. Und deswegen gibt es eben diese Frage in der Infokarte, also die Frage, was schaut ihr euch denn am ehesten auf meinem Kanal an? Fünf Antworten kann man maximal auf YouTube eingeben und fünf habe ich mal angegeben. Und da könnt ihr ganz einfach mit einem Klick auf die entsprechende Antwort eure Meinung eintickern und dann, glaube ich, kann man es noch absenden irgendwie, dass es gewertet wird, dann kann ich damit ja auch ein bisschen mit den Zahlen dann arbeiten. Also prinzipiell wäre es so, mir würde persönlich auch die Politik als Schwerpunkt zusagen. Ich sehe es ja auch im Grunde an den Klickzahlen bei den Videos, dass vor allen Dingen die Politikvideos die größte Resonanz haben. Und ich muss auch sagen, so wenn ich auch auf meinen ursprünglichen Schwerpunkt schaue, Geschichte, dann habe ich da schon sehr viele Themen abgehandelt. Und gerade die, die die meisten Interessen hervorbringen, zumindest die Masseninteressen hervorbringen, die habe ich, glaube ich, dann schon abgehandelt. Und ja, was kann ich jetzt in Geschichte machen? Ich kann im Grunde mich bei manchen Themen nur wiederholen und sie nochmal irgendwie anders darstellen. Ich kann zu einem Thema noch sehr speziell werden, aber je spezieller man wird, desto uninteressanter wird es dann für viele. Oder ich kann Videos zu Themen machen, die so speziell sind und dann eben auch unbekannt sind, dass sie vielleicht auch gar nicht so ein großes Interesse hervorrufen.
Insofern wäre es für mich schon gut, wenn ich irgendwo einen Schwerpunkt habe, der von vielen eben als Interessensgebiet von sich selbst angesehen wird. Und ich denke, das ist die Politik. Was heißt das jetzt im Grunde für Videos aus den anderen Sparten? Also zunächst einmal die, die gerne auch Chemievideos anschauen oder eben Geschichtsvideos anschauen, keine Sorge, es gibt da noch einiges, das ich auf Lager habe. Und in Chemie habe ich ja auch angedeutet, ich will ja erst einmal zur organischen Chemie schon einige Videos machen. Und dazu habe ich jetzt erst einmal 27 schon gedreht. Und ich würde das schon noch ein bisschen weiterführen. Aber ich will eben, sagen wir mal, irgendwie zu einem Punkt kommen, wo ich dann sage, okay, diese Videoreihe ist soweit ausreichend für mich. Das habe ich jetzt x Videos zu gemacht. Das genügt jetzt. Ich will einfach da irgendwo auch einen Schwerpunkt haben, wo ich sage, das ist die Sparte, um die ich mich hauptsächlich kümmere. Und bei den anderen Sparten habe ich halt mal was gemacht. Bei Geschichte kann es aber so sein, dass es dann immer mal wieder trotzdem noch Videos gibt. Also ich denke, es gibt auch gute Dinge, die man immer noch machen kann. Zum Beispiel, wenn es dann im Oktober zur Reformation kommt, also sie kommt jetzt nicht nochmal, aber wenn das Jubiläum zur Reformation kommt, also ich denke nicht, dass sie nochmal kommt, die Reformation im Oktober, mal sehen. Aber da bieten sich natürlich auch Videos an, denn ich denke, da ist auch ein gewisses Interesse bei euch sicherlich nochmal da, was genau in der Reformation passiert ist. Und so wird es in Geschichte zumindest weitergehen. Aber ich will halt eben nicht diese 6, 7 Sparten alle so füttern, wie ich es momentan mache, weil das wirklich sehr, sehr zeitaufwendig ist. Und man eben auch nicht dazu kommt, andere spannende Dinge zu machen, die ihr mir auch immer wieder vorschlagt und wofür ich mich auch bedanken möchte. Denn so manche Ideen sind wirklich toll. Und das erleichtert mir manchmal auch ein bisschen die Arbeit, weil ich überlege mir natürlich auch, was könnte euch interessieren, was ist überhaupt interessant, was interessiert mich und wie kann man das verpacken. Und manchmal kommen eben sehr gute Ideen von euch und die kann man dann aufgreifen. Insofern macht einfach mal gerne mit bei der Umfrage und ich bedanke mich schon mal im Voraus für jeden, der da seine Stimme abgibt, beziehungsweise abgeben wird. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne die Kommentarfunktion zu diesem Video verwenden, wenn ihr zum Beispiel auch eine Videoidee habt, die ihr einmal loswerden wollt. Wie gesagt, manche Dinge finde ich sehr gut und die würde ich dann auch mal aufgreifen und ihr könnt dann eben gewisse Dinge unten in den Kommentaren loswerden. Und ja, zu guter Letzt also bedanke ich mich, wie gesagt, bei allen, die teilnehmen werden. Ich bedanke mich aber auch vor allen Dingen an euch Abonnenten, dass ihr diesen Kanal abonniert habt. Und ich finde, dass die Anzahl mittlerweile, also über 2400 sind es ja gerade, Stand jetzt, dass das schon sehr toll ist. Also für mich ist das schon eine große Zahl. Und gerade auch zunächst einmal mit einem Schwerpunkt von ursprünglich Geschichte ist das schon eine ganz ordentliche Zahl in dieser Zeit. Und ja, also erst einmal ein Dank an euch. Und dann noch eine allerletzte Sache zu diesem Video. Wenn ihr wollt, kann ich mal in einer Woche kurz ein Video machen, in dem ich sage, wie diese Umfrage ausgegangen ist. Ich glaube, man kann diese Umfrage jederzeit aufrufen, wenn man mitgemacht hat, kann man trotzdem auf das Video gehen und oben das Ergebnis sehen. Ich weiß es allerdings nicht so genau. Deswegen, wenn ihr wollt, das könnt ihr mir in den Kommentaren natürlich auch nochmal sagen, kann ich ja mal in der Woche, ja, heute in einer Woche, ein Video hochladen, indem ich zeige, was das Ergebnis der Umfrage ist und was dann also folglich der Schwerpunkt dieses Kanals sein wird. Also ich würde mal vermuten, die Mehrheit von euch schaut meine Politikvideos am liebsten an. Ich glaube, ich würde auch am ehesten, beziehungsweise nicht nur ich glaube das, sondern ich würde persönlich auch am ehesten die Politik zum Schwerpunkt erheben, zum neuen Schwerpunkt und würde aber trotzdem gerne vorher wissen, was ihr zu den Schwerpunkten beziehungsweise zu den Sparten sagt, die es auf meinem Kanal gibt. Also macht einfach mit und in einer Woche gibt es dann vermutlich ein Video mit dem Ergebnis dieser Umfrage.